Ja, also ich wollte mich auch nochmal bedanken. Ich freue mich sehr, hier in diesem Kolloquium eingeladen zu sein, zusammen mit Elke Bippus. Zwei, ich glaube, doch gar nicht so verschiedene Positionen zur künstlerischen Forschung vorstellen zu dürfen. Der Titel, den ich mir überlegt hatte, Forschung ohne Disziplinierung, wenn die künstlerische Praxis methodisch wird, klingt so ein bisschen auf den ersten Blick vielleicht widersprüchlich, weil man ja irgendwie der Methode auch die Disziplinierung unterstellt. Aber mein Argument ist, dass man nur durch präzise methodische Analyse genau dieser Disziplinierung möglicherweise auch entgehen kann. Vorweg, na egal. Also da so viel passiert da am Anfang gar nicht. Ich habe erst am Ende zwei Beispiele, wo man dann auch Bilder sieht, aber ich dachte, dass es mühsamer ist, mitten im Vortrag dann die PowerPoint zu starten. Deswegen ist das da jetzt schon. Ich möchte vorweg nur zwei kurze Anmerkungen auch machen. Also Marlies Roos hatte ja schon erwähnt, dass ich einerseits einen philosophischen Hintergrund habe und dort promoviert habe und auch an der Leuphana-Universität in Lüneburg Philosophie und Kulturtheorie unterrichte. Das ist so der eine Bereich. Und der andere Bereich ist aber, dass ich auch an der Kunsthochschule in Hamburg freie Kunst studiert habe und auch als Künstlerin arbeite. Und deswegen ist es natürlich auch nicht zufällig, dass ich mich mit künstlerischer Forschung beschäftige, auch theoretisch, wobei ich das auch tue vor dem Hintergrund meiner praktischen bisherigen Arbeit. Aber ich wollte trotzdem klarstellen, dass ich hier in meinem Vortrag vor allem erstmal als Philosophin spreche. Auch wenn ich im zweiten Teil des Vortrags in den zwei Beispielen sogar auch ein Beispiel aus meiner eigenen Arbeit zeigen werde. Ich mache das an dieser Stelle deutlich, weil ich im Grunde die These vertreten möchte, von der ich auch glaube, dass Elke Bippus nicht so sehr weit davon entfernt ist, dass wenn die Kunst tatsächlich Forschung sein möchte, sie aber nicht der Theorie bedarf. Das heißt, irgendwie künstlerische Forschung würde sich nicht so präsentieren, wie ich das jetzt hier tue. Sie würde vielleicht irgendwie Kino nutzen und Filme zeigen und Filme aufeinander antworten lassen oder Ausstellungen machen und Bilder aufeinander antworten lassen, aber sie würde nicht begrifflich theoretisch auf diese Art reflektierend künstlerische Forschung betreiben. Das heißt, was ich hier tue, ist keine künstlerische Forschung, sondern ist eine philosophische Reflexion über die Möglichkeiten künstlerischer Forschung. Das ist das eine, was ich vorwegstellen wollte. Und das andere ist, dass ich trotzdem die künstlerische Forschung in der Philosophie betreibe vor dem Hintergrund meiner praktischen Arbeit. Und diese praktische Arbeit ist bildende Kunst. Also ich komme aus der visuellen Kunst und damit will ich eigentlich nur sagen, ich habe keine Ahnung von Musik, ich habe keine, also nicht wirklich von Literatur, zumindest mal nicht in dem Maße, dass ich mir anmaßen würde, über künstlerische Forschung in diesen Bereichen zu sprechen. Das heißt, ich spreche über künstlerische Forschung vor dem, also mit Blick auf die visuellen, darstellenden, szenischen, bildgebenden Künste im weitesten Sinne. Ich mache das allerdings nicht nur, weil ich das andere nicht kenne, sondern auch, weil ich glaube, dass speziell in unserer extrem visuellen Kultur seit dem 20. Jahrhundert man vielleicht sogar auch wissenschaftshistorisch die These vertreten könnte, dass es geradezu die bildende Kunst als neuen Forschungszweig braucht, um mit dieser neuen visuellen Kultur, in der wir leben, umgehen zu können. Und zwar eben nicht nur begrifflich, theoretisch reflektiert. So ein bisschen lange Vorbemerkung, aber das ist im Grunde so ein bisschen der Plan, den ich hier verfolge. Der Einstieg ist nicht ganz unähnlich zu dem, was Elke Bippus auch gemacht hat, nämlich der Versuch, irgendwie diese künstlerische Forschung so ein bisschen zu kontextualisieren. Also das hat eben sehr viel damit zu tun, dass der Begriff der künstlerischen Forschung oder auch Artistic Research Institute, seit einiger Zeit in der Kunstgeschichte und in der Kunstkritik häufig diskutiert wird, aber häufig auch mit sehr unterschiedlichen und teilweise sehr konträren Konnotationen. Er benennt eben Hochschulprogramme, in denen eben Künstlerinnen und Künstler akademisch ähnliche Abschlüsse machen sollen. Er benennt aber auch Kunstformen, wo die Künstler sich dadurch auszeichnen und die Künstlerinnen, dass sie zum Beispiel
Anleihen machen an ethnografisch-ethnologischen, soziologischen oder laborhaften Arbeitspraktiken. Und er benennt auch als einen Teilbereich diese häufig zu findende Nähe, speziell in der Kunst, die mit den neuen Medien arbeitet, zu den sogenannten Technoscience, also den neuen naturwissenschaftlichen Technologien und Wissenschaften. Seinen eigentlichen Durchbruch aber, glaube ich, hat der Begriff, also verdankt der Begriff der künstlerischen Forschung eben einem bildungspolitischen Impuls, der wurde hier auch schon ernannt, der sogenannte Bologna-Prozess, der so ein bisschen zusammengefasst werden könnte unter dem Motto Forschung an die Kunsthochschulen, Kunsthochschulen ran an die Forschungstöpfe. Also ich glaube tatsächlich, dass dieser Begriff der künstlerischen Forschung ganz wesentlich diskutiert wird durch diese Bologna-Prozesse und dass wir quasi jetzt im Nachhinein erst anfangen, uns theoretisch Gedanken darüber zu machen, was das eigentlich heißen kann. Die hochschulpolitisch proklamierten Ansprüche der Wissenschaftlichkeit an die Kunst haben, und das wurde auch schon erwähnt, mitunter eben zu bemerkenswert unreflektierten methodischen Korsetts an diesen neu geschaffenen Artistic Research Instituten verschiedener Kunsthochschulen schon geführt. Methodische Korsetts, und das hat Eckebebus auch schon gesagt, deren sich eben jede andere traditionelle geistes- oder naturwissenschaftliche Disziplin grundsätzlich erwehren würde. Zum Teil, also künstlerische Forschung heißt es dann da, könne eben nicht ohne Textreflexion vonstatten gehen. Und da ist dann der Blick auf die Geisteswissenschaften als Anleihe gerichtet. Oder aber, das kommt auch vor, künstlerische Forschung müsse sich notwendig in Teamarbeit oder in Laborsituationen organisieren. Und dann hat man halt die Sozialwissenschaften und Naturwissenschaften da als Vorbild im Blick gehabt. Es wird dann ein häufig umfassendes Regelwerk versucht festzuschreiben, was eben geleistet werden müsse, um als Forschung anerkannt zu sein, aber eben ein Regelwerk, das im Wesentlichen aus einer Übertragung besteht von einer Forschungsdisziplin in eine noch nicht bestimmte, neue, vielleicht sich gerade formierende Forschungsdisziplin, nämlich die der künstlerischen Forschung. Und das eben ist in der Tat im wahrsten Sinne des Wortes eine Disziplinierung. Also da wird sozusagen das eigene des Künstlerischen abgeschnitten durch Anleihen aus entweder den Geisteswissenschaften oder den Naturwissenschaften. Und sie werden damit in ihrer eigenen Dynamik diszipliniert, also gebändigt, in Korsette eingeschnürt. Und das hat eben sehr viel damit zu tun, dass man sich nicht die Gedanken darüber gemacht hat, worum es eigentlich mit diesen Artistic Research, mit diesen Instituten eigentlich gehen soll. Soll es gehen um eine Forschung mit der Kunst, in der Kunst oder aber mit den originären Mitteln des Künstlerischen? Ich glaube, dass diesen Klärungsbedarf gibt es, dieses methodische Desiderat, weil man eben viele Jahrzehnte im Kontext der Künste nicht sehr viel von Forschung gesprochen hat, sondern vor allem traditionell eher mit dem Begriff, wenn überhaupt, der Erkenntnis oder ästhetischen Erfahrung. Kunst unter epistemologischen Gesichtspunkten, also erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten zu betrachten, war davon geprägt, dass man den Werken einen Erkenntnischarakter zugebilligt hat, wenn überhaupt. Aber eben ganz wenig darüber gesprochen hat, wie methodische Forschen in der künstlerischen Praxis aussehen könnte. Und wenn ich hier eben einerseits von Werken in Zusammenhang mit Erkenntnis, dem Begriff der Erkenntnis spreche, und auf der anderen Seite von Methoden und Praktiken im Zusammenhang mit dem Begriff der Forschung, dann ist das nicht zufällig, weil ich glaube, dass da eben ganz wesentlich eine Verschiebung stattgefunden hat, die reflektiert werden muss, eine Verschiebung eben vom Werk, von der Betrachtung der künstlerischen Werke zur Praxis der künstlerischen Arbeit eigentlich, parallel gehend eben durch die Verschiebung vom Begriff der Erkenntnis, vom Blick auf den Erkenntnischarakter der Werke hin zum Begriff der künstlerischen Forschung. Verlässt man nämlich das Terrain der traditionellen Rede vom Erkenntnischarakter der Künste und nimmt den Begriff der künstlerischen Forschung eben nicht nur hochschulpolitisch, disziplinär, sondern auch philosophisch, erkenntnistheoretisch ernst, ist man eben sehr schnell mit einer Reihe systematisch auch philosophisch-theoretischer Probleme konfrontiert, die eben die künstlerischen Praktiken als angenommene Forschungsprozesse betreffen. Zum Beispiel dem erkenntnistheoretischen Problem, was überhaupt Forschung ist.
und was Forschung dann speziell in der Praxis der Kunst sein könnte. Oder das Problem, was dann häufig auch angeführt wird, was vom traditionellen Anspruch der Wissenschaftlichkeit bleibt, etwa Nachvollziehbarkeit, Verifizierbarkeit, Propositionalität, wie es auch in der Philosophie manchmal heißt, Verallgemeinerbarkeit. Wenn wiederum häufig erschreckend traditionell man an die Künste denkt, die dann für subjektiv, erfahrungshaltig, rätselhaft Materialbearbeitung gehalten werden. Was ich damit nur sagen will, ist, dass bei der Reflexion, bei dem Nachdenken über den Begriff der künstlerischen Forschung, bei dem Versuch, den sozusagen in den Begriff zu bekommen, einerseits auch die Frage auf dem Spiel steht, was ist überhaupt Wissenschaftlichkeit? Also es kann ja durchaus sein, dass mit dem Einsteigen der Künste in die Forschung dieser Begriff sich verschiebt. Also beim Übergang von den Geisteswissenschaften oder von der Philosophie, als die Naturwissenschaft auftauchte, hat die ganze Konstellation dessen, was Erkenntnis sein soll, sich auch komplett verschoben. Also die Frage ist, ob mit den künstlerischen Forschungspraktiken, über die wir jetzt anfangen zu reden, eben auch der gesamte Erkenntnis- und Forschungs- und Wissenschaftlichkeitsbegriff sich verschiebt. Aber eben natürlich auch die Frage, irgendwie, was wir eigentlich meinen, wenn wir von Künsten sprechen. Also da gibt es ja auch sehr traditionelle oder konzeptuelle oder wie auch immer Ansprechformen. Also was ich sagen will, wir haben eine eigentlich interessante Idee, nämlich die künstlerische Forschung, aber eine Reihe von Problemen. Erstens eben vorschnell hochschulpolitische Disziplinierung der künstlerischen Forschung, mangels genauerer Überlegung, was überhaupt künstlerische Forschung sein könnte. Zweitens kunsttheoretisch die unklare Situation, bei welcher Kunst wir eigentlich sinnvollerweise von Forschung sprechen können. Und drittens, das epistemologisch, das philosophisch-erkenntnistheoretische Problem, was wir eigentlich methodisch unter Forschen im Allgemeinen und unter künstlerischer Forschung im Besonderen verstehen wollen. Jetzt werde ich hier nicht alle Probleme lösen und schon gar nicht das hochschulpolitische. Aber ich möchte quasi Argumentationslinien vorschlagen, die vielleicht bei der Lösung der Probleme hilfreich sein könnten. Das ist eben erstens das Plädoyer für eine Produktionsästhetik, um zu verstehen, wie Forschen als Praxis in der Kunst funktionieren kann. Und zweitens der Versuch auch einer kunsthistorischen Identifikation von Künsten, die vielleicht mehr im engeren Sinne als forschende Künste in Frage kommen. Ich komme jetzt also zum Produktionsästhetik-Teil. Viele Autoren, insbesondere in der Philosophie, die traditionell über Kunst unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten nachgedacht haben, haben eben, das erwähnte ich schon, dazu tendiert, insbesondere den Werken der Kunst einen Erkenntnischarakter zuzusprechen, nicht aber die Praxis der künstlerischen Tätigkeit in den Blick zu bekommen. Wenn es also darum ging, Kunst als Beitrag zum Weltverstehen zu begreifen, der Grundimpuls zu einem werkästhetischen Kunstverständnis entspringt häufig der Annahme, dass eben den Arbeiten, den Werken, der Gestaltfiguration ästhetisch geronnene Erkenntnis innewohnt. So, diese werkästhetische Orientierung in der epistemologischen Kunstphilosophie hat eine sehr lange Tradition. Und man kann schon sagen, dass es im Hinblick auf den Begriff der Erkenntnis auch sinnvoll ist, sich die Werke tatsächlich anzuschauen, weil Werke stehen am Ende von künstlerischen Herstellungsprozessen so ähnlich wie Erkenntnisse am Ende von Forschungsprozessen. Nun hat aber diese Fokussierung auf Erkenntnis und Werk zur Folge gehabt, dass eben der Prozess des Forschens selber und der Prozess des Reflektierens als Phase der künstlerischen Entwicklung und Produktion einer Arbeit tendenziell ausgeblendet wurde. Also die Entstehung, die Werdung, Genese, Entwicklung dessen, was als Werk wahrnehmbar wird, blieb in der Werkästhetik tendenziell unbedacht. Also das hat natürlich auch was damit zu tun, da muss man schon mal ganz klar sehen, dass die Leute, die professionell über Kunst nachgedacht haben, also Kunsttheoretiker, Kunsthistoriker und Philosophen, was haben die denn sich angeguckt? Sie haben sich natürlich die Endergebnisse angeguckt, weil sie nicht im Produktionsprozess drin gesteckt haben. Das heißt, häufig hat das, glaube ich, ganz banale Gründe, dass diese Produktionsästhetik auch philosophiehistorisch so selten eine Rolle gespielt hat. Also es gibt da so vereinzelt Ansätze, aber eben sehr selten. Es ist allerdings auf der anderen Seite eben auch nicht verwunderlich, dass Kunsttheoretiker und Ästhetiker häufig die angenommene innere Wahrheit, die Erkenntnis der im Grunde aus ihrer Perspektive produktionslosen, geschichtslosen und kontextlosen Werke mit Bestimmungen wie, und das kennen wir jetzt vielleicht, dem Rätselcharakter,
Adorno, das Auratische, auch in jüngster Zeit noch Mersch vertreten wird, die andere Rationalität, Martin Seel, ein Philosoph, hat das genannt, die Lichtung bei Heidegger, Plötzlichkeit bei Karl-Heinz Bohrer, also alles sehr mystisch auf eine Art, dass man mit versucht hat, mit diesen Begriffen irgendwie dem habhaft zu werden, was man meint, als Erkenntnis in diesen Werken sehen zu können. Die Unnachvollziehbarkeit, glaube ich, aber eben des Herstellungsprozesses führt dann gewissermaßen notwendig dazu, dass der Erkenntnisgehalt der Werke tendenziell geheimnisvoll und mystisch erscheinen muss. So, gegenüber dieser werkästhetischen Tradition in der Kunstbetrachtung, glaube ich, markiert der Begriff der künstlerischen Forschung eben eine zentrale Verschiebung. Mit ihm muss notwendig eine Umorientierung stattfinden von einer Konzentration auf das Werk zu einer Konzentration auf die Produktion. Klammer auf, auch wenn am Ende der Begriff der Produktion, wie er in der Produktionsästhetik angelegt ist, glaube ich, nicht wirklich das Wesentliche dann am Ende markieren wird können, worum es in der künstlerischen Forschung geht. Ich denke, dass man weniger von der Produktion, sondern mehr von einer Praxis sprechen muss. Gut, Klammer zu. Unabhängig eben von dieser Begriffsdifferenzierung, die da nötig ist zwischen einer Produktion oder auch einer Praxis, muss sich die Analyse der künstlerischen Forschung eben generell stärker auf die Genese der künstlerischen Arbeiten konzentrieren und versuchen, ich sag mal, die Sinnfälligkeit dieses Produktionsprozesses zu untersuchen, anstatt eben den Werken und ihrem Erkenntnisgehalt weiter zu dechiffrieren. Noch eine kleine Klammer auf. Ich glaube, man kann an dieser Stelle durchaus auch anmerken, dass der neue und auch notwendige Blick auf die Kunst als Praxis schon auch im Zusammenhang steht, transdisziplinär, mit dem Aufkommen einer oder mit der starken Präsenz einer Rede oder mit der starken Präsenz dessen, was auch Practical Turn genannt wird in den Kulturwissenschaften oder in den Science Studies. Es ist nämlich zu beobachten, dass in vielen anderen Wissenschaftsdisziplinen die Prozesse, die Tätigkeiten, das Handeln immer stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt sind, wenn es darum ging zu verstehen, zum Beispiel, wie Wissen entsteht oder was Wissen überhaupt ist, bis hin zu den Versuchen über sowas wie eine Praxis, eine Handlungstheorie, das Sein als solches, die Welt zu erklären. Ich glaube, dass sozusagen dieser Begriff der Forschung auch nicht nur hochschulpolitisch sinnvollerweise aufgetaucht ist, sondern auch eingebettet ist in das, was man vielleicht so ein Dispositiv nennen könnte, also so eine wissenschaftliche Aufmerksamkeit auf das Praxische, wenn man so will. Jetzt komme ich zum dritten Teil, welche Kunst forscht. Ich glaube nämlich, dass es auch historisch gesehen nicht zufällig ist, dass wir unabhängig vom Bologna-Prozess und Practical Turn verstärkt anfangen, über künstlerische Forschung und die damit verbundene Blick auf die Praxis der künstlerischen Herstellung zu sprechen, weil es, glaube ich, im strengeren Sinne erst möglich wurde, von künstlerischer Forschung zu sprechen durch das Aufkommen der konzeptuellen Kunst. Die konzeptuelle Kunst, und das meine ich jetzt im sehr weiten Sinne, das wird vielleicht gleich noch deutlich, die konzeptuelle Kunst des 20. Jahrhunderts hat begonnen, das ist der zentrale Aspekt, den ich hier herauskehren möchte, den kulturellen Kontext und den Produktionsprozess der künstlerischen Arbeit konstitutiv und ausdrücklich im Werk selber hervorzuheben. Also nicht einfach im Hintergrund zu wissen, dass man da kontextuell arbeitet, sondern auch versuchen, das nachvollziehbar, sichtbar, wie auch immer zu machen, in dem, was man dann am Ende präsentiert. Und damit eben als Teil der künstlerischen Praxis wahrnehmbar zu machen. Prominentes Beispiel, Duchamp hat eben mit seinen Readymades vor allem konzeptuell auf das Phänomen der Werdung eines Objekts als einem Kunstwerk in der Geste der künstlerischen Setzung aufmerksam gemacht. Und mit den Readymades, vielleicht nochmal die Klammer von vorhin aufgreifen, wird eben auch deutlich, inwiefern es bei der sozusagen Wende zur Produktionsästhetik irgendwie man diesen Produktionsbegriff reflektieren muss, weil die Readymades sind ja nicht produziert in dem Sinne von Duchamp, sondern es ist eine bestimmte künstlerische Praxis, die in dem Fall in der Setzung liegt.
Es ging eben diesen konzeptuellen Kunst um das Sichtbarmachen des Prozessualen und Kontextuellen des Künstlerischen. Künstlerische Werke kommen in einem Entstehungsprozess in die Welt und stehen in sozialen, kunsthistorischen, kulturellen und so weiter Bedeutungshorizonten. Und, das scheint mir auch nicht ganz zufällig, Künstler arbeiten bezeichnenderweise seit dieser Kontextualisierung ihrer selbst mehr und sie schaffen nicht mehr in diesem traditionellen Sinne. Und man spricht eigentlich auch, zumindest mal in den bildenden Künsten, ich weiß nicht, wie es in der Film, im Film ist, nicht mehr von Werken, das geht irgendwie nicht so. Man spricht von seinen Arbeiten oder Pieces, Stücke oder Positionen. Und ich glaube, dass diese neuen Begriffe auch nicht zufällig sind, sondern der Begriff der Position zum Beispiel signalisiert ja, dass da eine Sichtweise präsentiert wird, der eine bestimmte Genese des Herstellens oder zu einer Sichtweise Werdens im Hintergrund steht. Also ich denke, dass man schon sagen kann, dass mit der konzeptuellen Kunst im weitesten Sinne, also großermaßen eben Duchamp, Warhol und so die ganzen Klassiker, eine Phase der Selbstreflexion und des Kontextbewusstseins in die Kunst eingezogen ist. Und die hat zu dem Anspruch geführt, im Grunde einer Argumentationslinie gleich die Rahmenbedingungen, die Bezüge, sozusagen im Grunde eine Nachvollziehbarkeit der eigenen künstlerischen Praxis mit ins Werk einzubeziehen. Und man kann dann, denke ich, nicht mehr, wie die Philosophen das dann häufig getan haben, von Wahrnehmungsgebilden in so einem klassischen Sinne mehr sprechen. Und zwar nicht, weil konzeptuelle Kunst zum Beispiel, das ist ja auch so ein Teil dieses Vorurteils oder Vorwurfs, unsinnlich geworden wäre. Also zeitgenössische, gerade jüngere konzeptuelle Arbeiten sind wieder sehr sinnlich, sehr ästhetisch gewissermaßen geworden. Aber sie versuchen halt mit den Mitteln eines wahrnehmbaren Materialität zu argumentieren, Darstellungsformen zu finden, die den Betrachtern eine Nachvollziehbarkeit ihrer Positionen ermöglichen. Sie haben eben eine sozusagen sinnliche, wahrnehmbare Ebene als Position. Sie haben eine wahrnehmbare Geschichte, ein wahrnehmbares Umfeld innerhalb dessen. Und das ist dann eben, finde ich, ganz wichtig für den Begriff der künstlerischen Forschung, Sie wahrnehmbare Bezüge versuchen zu artikulieren. Sie sind, könnte man jetzt vielleicht sagen, eben eher zu Forschungsgebilden geworden. Teilweise. Teilweise deswegen, weil ich schon denke, dass eben trotzdem nicht jede Kunst und auch nicht jede konzeptuelle Arbeit gleich künstlerische Forschung im strengeren Sinne genannt werden kann. Aber einige künstlerische Arbeiten ermöglichen, wie mir scheint, nicht nur ästhetische Erfahrung, sondern sie reflektieren im Medium ihrer künstlerischen Praxis die Bedingungen der Möglichkeit ihrer Position. Was wollte ich jetzt sagen? Also diese Kunst zu machen bedeutet dann, glaube ich, etwas mit den spezifischen Mitteln der Kunst im Prozess der künstlerischen Erkenntnisgewinnung zu erforschen und zur Darstellung zu bringen. Aber wir haben dann immer noch das Problem, was kann künstlerische Forschung methodisch sein, wenn der Begriff des Forschens tatsächlich als Weg des Wissens, als Praxis der Erkenntnisgewinnung ernst genommen wird. Der Weg des Wissens ist griechisch Methodos, die Methode. Es ist also nach wie vor relevant, genauer zu bestimmen, worin das Methodische des Künstlerischen besteht. Und ich versuche jetzt in meiner Arbeit die These zu entwickeln oder zu verfolgen, dass die methodischen Ansprüche an die Kunst, nun habe ich eben auch die Philosophie als anderes Feld, in etwa vergleichbar sein könnten mit den methodischen Ansprüchen auch an das philosophische Arbeiten, an die Philosophie. Philosophische Theorien setzen sich die argumentativen Standards entlang der philosophischen Fragen, die sie zu beantworten beanspruchen. Und da hilft es eben in der Philosophie wenig, nach der allgemeinen Forschungsmethode zu fragen. Und trotzdem ist in der Philosophie alles extrem hochmethodisch und in den Gründen reflektiert. Und ich glaube, in diesem Sinne könnte es darum gehen, so ähnlich wie in der Philosophie, sozusagen Methodenreflexion anhand konkreter, theoretischer Beispiele interpretiert und herausgearbeitet werden. Also ich interpretiere die Dialektik Hegels, indem ich Hegel lese und extrapoliere daraus seine systematische Methode der Dialektik,
So ähnlich könnte ich mir auch vorstellen, dass eine Methodenreflexion in den Künsten stattfinden könnte, nämlich im Grunde eine induktive Methode. Das heißt, man schaut sich an, wie einzelne Künstler, wo man vielleicht eine Ahnung hat, dass sie irgendwie unter dem Aspekt der Forschung begriffen werden könnten, wie die arbeiten und worin tatsächlich das Methodische ihrer künstlerischen Praxis besteht. Und versucht dann mit dieser induktiven Methode, das heißt ausgehend von dem, was an künstlerischer Praxis da ist, eine Methodologie zu entwickeln, die eben nicht vorschreibt, sondern reflektiert in diesem eigentlichen Sinne, also im Nachhinein quasi das Methodische und Forschungshafte dessen, was man da zu sehen bekommt, analysiert. So, in den Hinblick auf diesen Anspruch einer induktiven Methodologie der künstlerischen Forschung versuche ich dann so den einen oder anderen Anfang zu machen, um eben an diesen einzelnen Arbeiten ihre methodischen Qualitäten zu untersuchen. Und jetzt möchte ich zwei Beispiele irgendwie hier vorstellen, exemplarisch, eben wie so etwas wie eine induktive Methodologie der künstlerischen Forschung an konkreten Arbeiten aussehen könnte. Und ich habe jetzt versucht, mit diesem Beispiel mich so ein bisschen auf die Hochschule für Film und Fernsehen zu beziehen. In dem ersten Beispiel geht es inhaltlich zumindest mal um das Kinofilmgenre. Und im zweiten Beispiel geht es formal mit der Videopraxis, sozusagen angeknüpft an das, was hier Thema ist. Das erste Beispiel ist die allseits bekannte Fotoserie mit dem Titel Untitled Film Stills von Cindy Sherman. Und das zweite Beispiel ist sozusagen ein Video-Essay Public Blue, den ich selber 2008 realisiert habe. Shermans Arbeit könnte man vielleicht jetzt im Vorfeld schon unter dem Begriff einer ikonischen Forschungspraxis subsumieren. Eine Forschung, die durch serielle, aufeinanderbezogene Herstellung von inszenierten Fotografien funktioniert. Und das zweite Beispiel versucht vielleicht noch sehr rudimentär so etwas wie eine szenische Reflexion mit den Mitteln der audiovisuellen Einmischung. Sherman. Das kennt ja irgendwie jeder, ne? Oder nicht? Also diese Fotos sind Teil dieser Serie Complete Untitled Film Stills von Cindy Sherman. Schwarz-Weiß-Fotoarbeiten realisiert von 1977 bis 1980, bestehend insgesamt aus 69 Einzelfotografien. Die sind übrigens alle, also die Anordnung ist jetzt von mir, die sind nicht so unterschiedlich groß. Eines nach dem anderen zeigen diese Fotos eine weibliche Person in unterschiedlichen Posen, Szenen oder, wie man sagen könnte, Subjektkonstellationen, Subjektpositionen. In allen diesen Fotos inszeniert sich Sherman selber mit den ästhetischen Mustern von Filmszenen in unterschiedlichen Rollen, die als weibliche Prototypen gelesen werden könnten. Das heißt ja auch Complete Untitled Film Stills, aber wenn man jetzt eine genauere Bildanalyse macht, dann kann man auch sehr schön dechiffrieren, inwiefern, also warum wir diese Bilder auch immer als Film Stills erleben, obwohl wir vielleicht den Titel nicht kennen. Also die Lichtsetzung, die Blick, das ganze Bildarrangement und so weiter und so fort. Halbnackt in antiker Pose vor dem Badezimmerspiegel, die eigene Figur überprüfend, ertappten Blickes, unerlaubte Briefe öffnend, drapiert auf der Bettdecke, einsam und verzweifelt im Hotelzimmer, Tränen überströmt mit zerfließendem Make-up in Tigerbluse, rauchend vor der Cocktailschale an der Bar und so weiter. Und sofort Marilyn Monroe gleich den Mantelkragen schützend vor Schnee und Fotografen Blitzlichtgewitter hochgeschoben. Mir geht es jetzt bei diesem Beispiel um das Serielle der Arbeit von Sherman, von der ich denke, dass sie als eine forschende Auseinandersetzung mit der Inszenierung und Situierung des weiblichen Subjekts im Filmset wahrgenommen werden kann. Sherman forscht in ihren Arbeiten am Thema der filmisch inszenierten und vermittelten Subjektposition, aber eben nicht durch Einbeziehung von wissenschaftlichen Texten oder Daten. Sie forscht durch die ausprobierende, variierende, filmkunstspiegelnde Bildproduktion und serielle Reinszenierung von Filmstandards des weiblichen Selbst. Diese Forschung mit Bildern in Serie ist in seiner formalen Artikulation keineswegs zufällig. Die serielle Arbeit erlaubt es Sherman in Anlehnung an Filmserien, die Positionierung des Subjekts im Film in seinen Variationen durchzuspielen und vergleichend nebeneinander zu stellen.
Ich glaube, dass hier so etwas wie eine Argumentationslinie, und wir machen immer behelfsmäßig Anleihen in anderen Diskursen wie der theoretischen oder naturwissenschaftlichen. Also wenn ich hier von einer Argumentationslinie spreche, dann ist das irgendwie im Grunde nur das Zeichen dafür, dass wir auch neue Begriffe brauchen. Also eine Argumentationslinie gleich durchzuspielen. Im Medium der Bildlichkeit bezieht sich Sherman in formalen Entsprechungsverhältnis auf die mediale Bilderwelt. Das künstlerische Medium Fotografie reflektiert das Lichtbildmedium Film, in welchem das Subjekt szenisch positioniert wird. Durch die fotografische Stilllegung der Filmsequenzen, Filmstills, kann, so scheint mir Sherman, dem flüchtigen Bewegungsmedium Film kontemplative Aufmerksamkeit schenken. Das Foto verhält sich vielleicht zum Film wie die Analyse zur chemischen Lösung. Es nimmt den Bewegungsfluss des Filmes in einzelnen Momente auseinander und konserviert die Sequenzen, sodass sichtbar wird, welche Subjektpositionen in ihnen verkörpert sind. In einer längerfristig angelegten Projektreihe habe ich mich seit 2002 ungefähr mit dem Begriff, dem Topos der Idee von öffentlichen und urbanen Raum beschäftigt. Meine Frage gilt vor allen Dingen dem Verhältnis von einerseits territorialem gebauten Stadtraum und andererseits dieser kulturellen Idee von Öffentlichkeit. Eine der Ausgangsthesen ist, dass dieses Verhältnis von Raum und Idee, Architektur und Öffentlichkeit als kulturelle Konstruktion an Konflikten sichtbar wird, die sich in performativen Szenen zeigen, die Öffentlichkeit eben als Raum erst herstellen. Konflikte wie physische Besetzungen oder inszenierte Eingriffe. Raum wird als öffentlicher sichtbar, wenn darin Öffentliches wie auf einer Bühne aufgeführt werden kann, wo es Akteure und Zuschauer gibt. Öffentlicher Raum ist in dieser Hinsicht ein Aspekt der visuellen Kultur, denke ich. Konfliktgleiche Mechanismen der Ausgrenzung oder der szenischen Sichtbarkeit von Öffentlichkeit habe ich jetzt an verschiedenen Orten versucht, auch künstlerisch zu reflektieren, Shanghai, Osaka und Hamburg. Für den Video-Essay Public Blue, und ich zeige auch gleich noch kurz den Trailer, damit man so einen kleinen Eindruck bekommt, habe ich das Thema des öffentlichen Raums in Japan anhand der konfliktreichen Situation von Wohnungslosen in Osaka aufgegriffen. Man muss sich das vorstellen, überall in den Parks, an den Flussufern, an den Straßenrändern, in dieser japanischen Großstadt sieht man blaue Zelte oder mit blauen Planen bedeckte Baracken. Und der Begriff der Wohnungslosigkeit, wie wir ihn aus dem europäischen Kontext kennen, beschreibt natürlich die Situation dieser sogenannten No-Yukusha, der Camper in the Rough, Camper auf dem Felde, nur sehr unzureichend. Sie bilden kleine Kommunen, sie haben gewissermaßen einen Unterschlupf und sie sind sehr sichtbar für uns Westler. Das Interessante ist jetzt, für die meisten Japanerinnen und Japaner sind sie es nicht. Denn es existiert im traditionellen ostasiatischen Verständnis von Stadt und Gesellschaft nicht die gleiche Idee von Öffentlichkeit und nicht die gleiche Idee von einem territorialisierten Öffentlichkeitsform wie in Europa. Es gab in den alten japanischen Städten, es gab keine Plätze, keine Märkte, in dem Sinne auch nicht so die größeren Straßenkreuzungen, wie wir sie kennen, sondern es gab labyrinthische Straßen, die im Grunde dazu da waren, Verteidigungsszenarien möglich zu machen durch die Verwirrung des Gegners. Es gibt fliegende Händler, eben keine Marktplätze, Händler, die an den Terrassen der Häuser jeweils anhalten, um das sozusagen ökonomische Geschäft vollziehen zu können. Und die Städte sind ganz extrem davon geprägt gewesen, dass einzelne Stadtviertel im Grunde von richtig hohen Mauern wie so gated communities eingegrenzt waren und die Leute, die Bevölkerung auch diese Viertel nicht verlassen durfte. Die blauen Zelte der gegenwärtigen Wohnungslosen in Japan bleiben also im Grunde im japanischen Sichtweise unsichtbar, obwohl sie für uns Westler so unglaublich präsent sind. Überall sind blaue Zelte, man glaubt es kaum, weil sie an Nichtorten sind, wo nichts ist. Zumindest mal kein Raum in diesem Sinne, wie wir öffentlichen Raum verstehen würden. Und daher stören sie nicht und daher sind die vielen Obdachlosen auf eine Weise in Japan präsent, wie sie eben für westliche Städte undenkbar wäre.
Anlass, den Video-Essay dann zu produzieren, war in Osaka die drohende Räumung, wie nun allerdings von Zelten aus zwei Parks. Wenn sich hier also ein Konflikt zeigt und eine Bühne an einem Ort auftaucht, der für japanische Verhältnisse ein Nichtort ist, so offenbart sich an diesem Konflikt weniger die Lage der Wohnungslosen als, zumindest mal für mich, der Widerstreit zwischen einem westlichen Begriff von öffentlichen Raum und einem östlichen Begriff von Stadt, wo öffentlicher Raum traditionell nicht existiert. Die Räumung der Wohnungslosen aus den Parks und die Verteidigung der Zelte durch die Wohnungslosen inszeniert diesen Widerstreit des Konzepts von Urbanität als physische Auseinandersetzung. So, und ich komme gleich zum Schluss. Denn das sind alles sind ja nur im Grunde ganz kurz einige inhaltliche Aspekte dieser Arbeit gewesen. Und mir geht es ja hier an dieser Stelle vor allen Dingen um die Frage einer künstlerischen Methode der Forschung. Gleichzeitig war jetzt dieser Ausflug an der Stelle in den Bereich der Inhalte insofern nötig, als sich eben für mich in meiner künstlerischen Arbeit aus diesem Thema der Öffentlichkeit und des Verständnisses von Öffentlichkeit als einer szenischen, inszenatorischen Bühne das Medium, die Form des Videofilms erst ergeben hat. Denn was unterscheidet jetzt ein Video-Essay, wie man gleich den Trailer sehen wird, über japanische Wohnungslose von einem normalen Dokumentarfilm oder gar einem Lehrvideo? Vielleicht eben auf den ersten Blick nichts. Aber ein Video-Essay, der sich vielleicht auch als Forschung begreift, entsteht nicht aus der Logik des Genres, ich mache keine Filme, weil ich Filmemacherin bin, sondern aus der konzeptuellen Logik einer inhaltlichen Fragestellung. Also mit der Videotechnik antwortet diese Form der künstlerischen Forschung, wenn man sie so nennen möchte, auf den angenommen szenischen Charakter seines Forschungsobjekts und untersucht ihn investigativ, dabei eben selber szenisch inszenierend und untersucht dabei die Frage nach der Bühne des Öffentlichen. Jetzt noch vielleicht ein Nebensatz, also auch die Darreichungsform dieses Videos muss eben nicht klassisch im Kino stattfinden, hat sie auch nicht nur, das Ganze gibt es auch als Installation oder als öffentliches Screening, was eben seinerseits wieder den Anspruch hat, in einer Verdopplung dieser Frage des Öffentlichen selber eine öffentliche Inszenierung darzustellen. Worum es mir also mit diesem Beispiel systematisch geht, ist der Blick auf die künstlerische Praxis als einer Situation der Entwicklung von medialen Thesen und systematischen Untersuchungen mittels der veranschlagten Medien. Videofilm soll Öffentlichkeit analysieren, sowie Shermans inszenierte Fotografie als angemessene mediale Antwort oder Forschungstechnik auf Kinofilm vorgeschlagen wurde von ihr. Mit der Bild- und tongebenden Technik der Videokamera wird darüber hinaus an diesem Beispiel sozusagen ein inszenatorisches Setting im Raum provoziert, das die Performance, die Öffentlichkeit überhaupt erst erzeugt, als performative Inszenierung für alle Beteiligten, also auch die Wohnungslosen, sichtbar macht. Die im Übrigen von den Also diese Sichtbarmachung wurde dann von den No-Yoku-Sha auch aufgegriffen. Also die nutzen dieses Video jetzt zur Selbstartikulation, zum politischen Kampf, zeigen das in den Parks und so weiter. Jetzt zeige ich mal kurz einen Trailer. Also der Film ist selber 70 Minuten lang. Muss ich das ausmachen so, oder gibt es sonst ein Feedback? Weiß das jemand? この野宿の問題、貧困になりやすい問題っていうのは絶対に解決できない。公園で住む。
し、今日は大事なのは選択肢が増えることで、どのような状態にあってもその人がその人らしく生活できる。身分的に言えば一番下のラインに出ると思うし、だからここに来た時にね、ここみんなお花畑にしよう思ってね、お花をずっと植えてたんですよ。